Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Food Truck Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge ging es ja darum, dass wir ein bisschen Geld verdient haben. Die eine oder andere Folge ist leider nichts geworden. Ich hatte so ein paar Probleme mit OBS nach einem Update, sagen wir mal so. Das heißt, zwei Food Truck Simulator Folgen sind nicht gekommen und auch zwei Bausi Folgen. Die habe ich leider nachträglich nochmal runternehmen müssen von YouTube, weil die nichts geworden sind. Ich hatte auch leider keine Möglichkeit, weil da Pixelfehler drin waren, das Ganze zu korrigieren. Das vielleicht auch da nochmal zur Info. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir denn hier soweit alles ready haben. Oh, die Tomatensauce, die können wir mal... Ah, die können wir jetzt nicht entfernen, ne? Schade, dass wir die Sachen hier nicht entfernen können, oder? Bei X. Können wir die jetzt nicht entfernen hier? Gehen. Abbrechen. Warte mal. Gehen. Übernimmt er das dann? Wenn ich hier das Ding schließe. Denn wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir hier so ein paar Sachen... Ah doch, er entfernt die. Gut, wir müssen alles einmal zweimal anklicken. Okay, gut. Nämlich ein paar Sachen hier aussortieren. Ne? Das ist auch gehen. Ja, wir gehen gleich. Das ist auch nicht mehr so frisch. Oh, Leute. Gehen. Gehen. Kann nicht zusammengeführt werden. Ist ja kein vollständiger Stapel. Ach, man kann die hier nur zusammenpacken, die Dinger. Okay, gut. Da müssen wir mal gucken. Wir brauchen Burgerbrötchen. Wir brauchen dies. Wir brauchen das. Pommes sind, glaube ich, auch alle, ne? Jo, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen einkaufen. Das heißt, wir gehen wieder raus. Tanken nochmal kurz unser Fahrzeug. Und dann geht das auch schon wieder los, ne? So, wir nehmen mal den Kanister hier. Den machen wir einmal voll. Kostet natürlich ein bisschen Geld. Lup. Dann tanken wir einmal unser Fahrzeug. Das müsste, glaube ich, hier vorne sein. Und dann kann es dann auch gleich weitergehen. Wieder mit neuen Folgen, neue Woche, neue Folgen. Und da werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, wieder einige leckere Sachen braten und ready machen. Ja, Sushi, ich hoffe, die patchen das irgendwann nochmal. Das ist nicht wirklich meins, aber gut. Sei es drum. So, wir fahren jetzt hier mal rückwärts raus. Und werden jetzt gleich zur Tante Clara fahren. Und da ein paar Sachen quasi wieder kaufen. Und dann werden wir mal weiterschauen, ne? Wie das jetzt hier weitergeht. Denn wir brauchen 2000 Dollar. Wo wir gar nicht mehr so weit weg sind von. Um halt den... quasi den Wettbewerb zu starten. Guest Station hatte die auch gefragt, ob wir da auch irgendwann nochmal reinzocken. Werden wir irgendwann nochmal spielen, aber aktuell erstmal nicht. Weil ich jetzt doch erstmal hier mit beschäftigt bin. Mist, wir sind falsch gefahren, ne? Wir sind richtig falsch gefahren. Den Tante Clara ist erstmal geradeaus. Und dann gleich links. Wir werden auch mal wieder ins italienische Viertel irgendwann gehen. Wir werden jetzt gleich erstmal wieder ein bisschen aussortieren und dann vielleicht nochmal eine Verkaufssession starten. So, da vorne ist Tante Clara. Wo müssen wir hin? Die ist hier... Ah, ist noch ein Stückchen weiter geradeaus. Oh Mann, das Spiel macht auf jeden Fall immer noch richtig Bock, außer das mit dem Sushi, aber gut. Das hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Der eine oder andere kann es nicht mehr hören, aber na gut, ist halt so. Aber es ist echt schwer, ne? Das Spiel macht schon Spaß. Ihr habt auch Spaß an dem Spiel. Und ja, gibt natürlich auch immer fleißig neue Folgen hier. Wie gesagt, die letzten sind nichts geworden. Leider. So, zwei Burger. Ich würde sagen, wir kaufen nochmal zweimal rohes Fleisch. Bacon, Käse, Tomaten. 1, 2, 3. Pommes. Frittenfett. Das hatten wir, glaube ich, alles noch. Mozzarella-Käse. Und das, ne? Yes. So, jetzt werden wir erstmal aussortieren hier. Die Sachen, die nicht mehr so toll sind, ne? Das passt alles noch. Gut. Das entfernen wir mal. Haben wir auch noch. Schinken. Hatte ich jetzt keinen neuen gekauft. Aber den können wir nochmal verwenden. Der Mozzarella-Käse kommt weg. Champignons gehen, Bacon geht. Weil der Rest scheint, glaube ich, alles ganz gut zu sein. So, das rohe Fleisch kommt jetzt erstmal hier in den Kühlschrank. Der Bacon auch.
Käse auch, Tomaten auch. Die rohen Pommes kommen in den Gefrierfach. Das kommt ins Regal. Mozzarella-Käse ab im Kühlschrank. Champignons auch im Kühlschrank. Und die Burgerbrötchen packen wir auch einfach ins Regal. Ja, und dann würde ich sagen... Goodbye. Goodbye. Tschüss. Tschüss. So, fahren wir jetzt zu unserem nächsten Spot. Wir nutzen den Spot hier vorne wieder. Den finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss mal kurz gucken. Ah, es ist hier rechts, ne? Oder? Ja, genau. Da ist es, auf der rechten Seite, unser Hotspot, den ich gut finde und der ist auch gut zum Geld verdienen. Ne? Also da können wir richtig Gas geben. Wir sind jetzt ein bisschen spät dran hier von der Zeit her, ist aber nicht so schlimm. Denn, mach Platz, muss durch. So. Ja. So, Mittagszeit. Let's go, ne? Wir haben wieder ein bisschen was lecker zubereiten hier. Da sind wir wieder. Also ich werde diesen Hotspot jetzt nutzen, um halt an die 2000 $2000 zu kommen. Die anderen sind zwar auch lustig, ihr amüsiert euch, weil ich das mit dem jeweiligen Sushi nicht hinbekomme, aber da habe ich halt maximal keine Lust drauf. So, wir brauchen frisches Frittenfett, meine Damen und Herren. Sehr gut. Propangas ist noch voll. Da kommt auch gleich schon die erste Bestellung. Guten Tag. Le Madame, le Monsieur. Sie hätte gerne einmal Pommes mit Mozzarella. Das bekommen sie doch. So, einmal Pommes, einmal Fritten. Frittierte Fritten. Und da geht er wieder ab. Ab, der Pedder. So, haben wir noch geschnittene Mozzarella? Ich guck mal gerade. Sieht nicht so aus, ne? Schneiden wir erstmal fix. Immer von hinten nach vorne, ne? Das hat sich für gut bewährt. Sehr gut. Können wir erstmal hier hinpacken. So, lecker Mozzarella. Sehr gut. Dann haben wir noch einmal die klassischen Pommes. Nehmen wir erstmal die hier weg. Wupp, frittierte Fritten. Was machen die hier? Die sind schon frittiert. Die einmal mit Mozzarella und Ketchup, ne? Sehr schön. Und Ketchup. Bestellung Nummer 1. Ready to go. Bitteschön. Danke. So, die einmal normal und einmal einen Cheeseburger. Gut, dann brauchen wir einmal diese Patties hier. Beziehungsweise die Burgerbrötchen. Einmal. Zweimal. Dann machen wir gleich dieses Burger-Ding hier ready. Einmal ein bisschen Fleisch brauchen wir, ne? Brauchen wir noch irgendwas? Nö. Dann geht's los, ne? Gut durchgebraten brauchen wir es. Frittierte Fritten. Einmal Standard, ohne irgendwas. Für die zwei. Bitteschön. Jo, tschüss. So. Burgerbrötchen, Käsescheibe. Zack, zack. Das Fleisch muss gut durch. Und bei dem anderen brauchen wir halt Cheeseburger und einen Bauernburger, ne? Da seht ihr schon. Ich mache jetzt erstmal den Cheeseburger hier fertig. Fleisch gut durchgebraten. Eine Scheibe Käse. Und das war's, ne? Das war Bestellung Nummer 3. Achtung. Und tschüss, bitteschön. So, knusprige Pommes mit Senf, die können wir mal nebenbei machen. Schön knusprige Pommes, dann können wir das hier schon mal hinpacken. Und hier brauchen wir zwei Burger. So, das heißt, wir machen zweimal die Burgerbrötchen. Einmal. Und zweimal. Eins. Zwei. Dann machen wir eins. Dann machen wir erstmal die Burgerbrötchen hier. So, dann brauchen wir zweimal Fleisch. Einmal. Und noch einmal. Das war einmal gut durch und einmal roh, ne? Eins. Eins. Fertig, fertig. So, der Bauernburger war roh, ne?
Fleisch roh gebraten. Das ist Bauernburger. Der andere muss gut durch. Bacon muss auch gut durch. Ich guck mal gerade. Ah, das muss ich gleich wegschmeißen. So, Bacon muss auch gut durch. Knusprige Pommes mit Senf. Need to hurry up. Fleisch gut durchgebraten. Das war Bestellung Nummer 5. Bitteschön. Enjoy your meal. So, Bacon muss auch gut durch und ein Avocado-Burger. Der Avocado-Burger muss gerade noch mal kurz warten. Können wir das einmal ausmachen. Speck Medium, Cheeseburger war Fleisch gut durchgebraten, ne? Das heißt, hier kommt einmal Käse. Das war Bestellung Nummer 4. Und dann haben wir hier Bacon. Eine Zwiebelscheibe. Haben wir noch Zwiebeln? Ne, wir haben keine Zwiebeln mehr. Die müssen wir auch mal neu schneiden, ne? Machen wir eben mal. So, eine Zwiebelscheibe. Noch eine Zwiebelscheibe. Ketchup. Und das knusprige Baconbrötchen, ne? Sehr gut. Das ist ein Bauernburger, bitteschön. See you later. Und bye. Du bekommst einen knusprigen Burger. So. Just as I wanted. Genau, genau wie sie es wollten, ne? Das ist auch wichtig und richtig. So, einmal. Zweimal. Fleisch roh gebraten. Und zweimal Pommes. Frittiert, ne? Können wir gleich mal hier. Eins. Und zwei. Sehr gut. Dann brauchen wir noch Avocado. So, Fleisch roh gebraten. Sehr gut. Zwei Avocado-Scheiben. Haben wir noch Avocados hier? Weiß gar nicht. Haben wir irgendwo noch Avocados, Leute? Oder? Ich glaube eher nicht, ne? Ich guck mal hier. Ich glaube, die Avocado ist alle. Scheiße, gibt Abzüge in der B-Note. Naja, gut, komm. Das war Bestellung Nummer 6. Ich habe leider keine Avocado. Schade. So, Pommes. Frittierte Fritten. Einmal. Are you trying to scam me? Ja, manchmal schon. So, Pommes mit Mozzarella und Ketchup. Sehr gut. Und einmal, das ist Bestellung Nummer 7. Bitteschön. Und einmal mit Mayo. Wir müssen Avocado kaufen. There you go, please. So, dreifach Pommes Senf. Ja, awesome, natürlich. So. Tipptopp. Gibt es noch weitere Bestellungen? Sieht nicht so aus, ne? Ah, ist auch schon spät, ne? Das ist doch die letzte jetzt. Können wir den Spaß hier mal hier reinpacken, die Zwiebeln. So, die Mozzarella packen wir mal hier im Kühlschrank. Einfach frittiert, ne? Frittierte Pommes. Sehr schön. Mit dreimal Senf. Eins, zwei, drei. Bitteschön. Und Abfahrt, ne? Sehr gut. Ja, ja, wir sind fertig hier. So, wir lassen das Ganze mal ab hier. Ein Zwiebelburger. Weil ab und zu müssen wir es mal wechseln, ne? Oder entsorgen zumindest. Habe ich jetzt schon längere Zeit nicht gemacht, deswegen mache ich es einfach mal wieder. So, wir brauchen jetzt hier noch. Jetzt brauchen wir noch einen Zwiebelburger. Roh gebraten, Senf, Fleisch. Bam.
Ich hole das mal wieder raus, ne? Das alte Frittenfett hier. Der ist schon leer. Gut, machen wir dazu. So, Fleisch hochgebraten. Zack. Zwei Zwiebelscheiben. Ach, guck mal, die reichen sogar. Eins. Und zwei. Damit ist Senf. Wupp. Und das hier, ne? Sehr schön. Sehr gut. So, so 1-4 haben wir. Keine Bestellung mehr. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal sauber. Da kommt da noch jemand? Ja, bitteschön, ne? Danke fürs Vorbeikommen. So, wir machen jetzt erstmal hier die Bude noch einmal komplett sauber. Mit der Bürste. Denn Ordnung muss sein, ne? Also sauber muss es sein. Ein, zwei Kleinigkeiten werden wir zum nächsten Mal auf jeden Fall noch, nochmal ready machen. Hier auch nochmal einmal sauber machen. Gut, dann würde ich sagen, Licht aus, Spot up. Und dann haben wir auch diesen Tag wieder geschafft. Sehr gut. Ja, da fahren wir jetzt nochmal eine Runde wieder zurück. Eine Runde schlafen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.